ich glaube, es gibt bei mir kein Art Journal oder kein Skizzenbuch, was nicht Pflanzen oder in irgendeiner Form Naturelemente enthält. Und das soll auch der heutige Impuls sein, rauszugehen, spazieren zu gehen und dir eine Blüte, eine Pflanze, irgendwas zu suchen, was dich anregt, ja, da einfach mal genauer hinzugucken, tiefer hinzugucken, die so ein bisschen zu erforschen, weil was man kennt, das weiß man auch mehr zu schätzen. Das ist so ein bisschen auch so ein Ansatz vom Nature Journaling, also rauszugehen und wirklich in Verbindung mit der Natur zu sein, in Verbindung mit der Natur zu gehen und da ja, zu gucken, was resoniert auch in mir, wenn ich jetzt so eine Pflanze angucke. Und darum soll es tatsächlich gehen, dass du dir eine Blüte mal genau anguckst und welche Gedanken kommen dir da. Hast du vielleicht irgendwelche Erinnerungen, die hochkommen, irgendwelche Verbindungen, die du zu dieser Pflanze hast? Wenn du die Pflanze riechst, kommen dann irgendwelche Sachen hoch, wo du sagst, ach, das war immer in der Küche meiner Oma, da hat die immer Kräuter getrocknet und am Ende des Sommers ist dieser Geruch der, den ich mit dem Haus meiner Oma in Verbindung setze. Oder, oder. Also mit allen Sinnen raus in die Natur, such dir eine Pflanze, zeichne die in deinen Art Journal oder wenn du Zeichnen nicht so magst, mach dir einen Abdruck oder beschreibe die Pflanze. Ich bin auch immer eine große Freundin davon, Worte zu benutzen und einfach Dinge zu beschreiben. Und du musst gar nicht zeichnen können, um wirklich kreativ arbeiten zu können, sondern du kannst auch Farbstudien machen. Das so zum Beispiel bei uns blühen jetzt gerade im Garten diese Herbstanemonen mit diesen Rosatönen. Guck dir einfach so eine Pflanze an. Welche Farben entdeckst du da drin? Das ist nicht nur einfach ein Rosa, sondern das sind manchmal so auch ganz dezente Verläufe oder es gibt noch einen kleinen Tupfergelb drin oder Grün für die Blätter. Welches Grün ist das? Also lass dich da einfach inspirieren und finde ein bisschen was über die Pflanze raus, die dich anspricht, schnuppere an ihr und nimm alle Sinne mit und beschreib das, mach die Notizen in deinem Art Journal zu deinem Bild dazu. Du kannst auch in Zeitschriften gucken, ob du Bilder findest, die du ausschneiden und reinkleben kannst, wenn dir das lieber ist, oder im Internet Bilder suchen und ausdrucken. Also nutz auch Collage dort, wo du mit deinen zeichnerischen Fähigkeiten nicht weiterkommst. Und ja, ein Art Journal ist einfach da, dich auszuprobieren, auszutoben und alle Techniken, die dir zur Verfügung stehen, auch zu nutzen. Also viel Spaß beim Suchen oder dich finden lassen einer Pflanze und die einmal mit allen Sinnen wahrnehmen, erkunden, dich da so richtig tief reinbegeben. Je nachdem, wie tief du gehen möchtest, kannst du bis in die Botanik und Wissenschaft reingehen, oder tatsächlich einfach nur über deine Wahrnehmung.